So, willkommen zurück zu Pokémon Chrono. Ich bin der nächste Hürde. Los geht's. So, wir kämpfen gegen Maniac Mushel. Los, Aaron. Zack. Und, jetzt hab ich Scheiße gebaut. Ja, wahrscheinlich sterbe ich jetzt auch. Schön die falsche Attacke ausgewählt. Ich werde eigentlich Aquaknarre auswählen. Und ich bin tot, oder? Ja, Mist. Aber damit können wir unser... Hier. Oh, Marcel ist schon Level 19 fast. Das müsste eigentlich klar gehen. So, jetzt einmal Drachenwut einsetzen. Oh, will ich direkt sterben. Super, das geht easy. Wir sind Level 16. Scary Face? Nee, Alter. Das müssen wir nicht lernen. Warum haben die eigentlich nur Inkognitus? Bin gespannt, was der eine dafür Pokémon hat. Oh, fast tot. Mann, fuck. Mist. Egal, das müsste aber eigentlich hinholen, wenn wir den nochmal kurz... Ne, den nehme ich nicht. Ich nehme hier den Nasenbär, um den noch ein bisschen zu trainieren. Ich weiß gar nicht, auf Level 20 entwickelt sich das. Das heißt, das werde ich gleich erstmal mit dem EP-Taler versehen. Dass wir dann da endlich die Weiterentwicklung bekommen. Hier, Ninjask oder wie das heißt. So, zack, Level 17 und Gott, hat gewonnen. Jetzt, bevor ich das vergesse, mache ich das einmal kurz. Pokémon, weil der ist Level 19, also das ist das zweitbeste Pokémon. Item, Take, so. XP-Taler haben wir bekommen. Pokéball haben wir noch 4, okay. Wo ist der EP-Taler? Ach da. Den kriegt er. Ja. So. Das müsste eigentlich hinhauen. So, einmal kurz zurück, einmal healen und dann hoffentlich einen zweiten Orden machen. Oh, falsch rum. Aber auch mal ganz cool, dass die Arena in seinem Labor ist. Das finde ich echt cool. Da hast du dir ein bisschen Gedanken gemacht wahrscheinlich. Muss ich sagen, coole Sache. Auf jeden Fall. Weil das ist dann irgendwie so wahrscheinlich, dass man die Arena nicht nur einmal benutzen kann. So in anderen Pokémon-Spielen war es ja so, du gehst da rein, besiegst den Typen oder die Frau und dann war es das. Und hier kann man dann wahrscheinlich hoffentlich nochmal in die Arena was anderes machen. Außer da nur den Orden abzugreifen. Und ich find's auch ganz cool, dass der Arena-Leiter einfach das Item gibt, oder die versteckte Maschine, und man die nicht irgendwie bekommt und dann heißt es ja, du musst erst den und den Orden haben, dass du sie einsetzen kannst. Wird hier wahrscheinlich auch so sein, aber ist denn ja direkt inbegriffen. Und eine Treppe musst du anders machen, weil ich gehe hier nach links runter und komme da rechts raus. Egal. So. Und guten Tag. Ich habe gar nicht gelesen, was es ist, weil ich dachte, wollte gerade sagen, sieht aus wie Pyro. So, als ob der die auch hat, Alter. Das sollte eigentlich ein einfaches Spiel sein. Wir haben ja eben gerade 4 von den Inkognitos besiegt, jetzt haben wir 3. Also, oder mindestens 1 oder so. Full Swipe ist, glaube ich, früh ein Schlag, das brauchen wir nicht lernen. Ach nein, ich habe nicht aufgepasst, was er jetzt raussendet, aber... Ach ja, Maske, okay. Kriegt das nicht irgendwie den Kopf eines Verstorbenen oder so, oder... Keine Ahnung. Mit den neuen Pokémons kenne ich mich nicht so aus. Finde es aber ganz cool, dass es die Sprites auch noch so in alt gibt und nicht nur in neu. Allerdings muss ich sagen, mit diesen Stories, die hinter den Pokémon kommt, so ein bisschen durcheinander, weil es heißt irgendwie, dass Gengar kleine Kinder entführt. Was ist das denn für ein Gerät, Alter? Gengar entführt kleine Kinder oder irgendwie was? Steinigt mich oder Nebulak oder Apollo, keine Ahnung. Die dann zu kleinen Apollos werden oder irgendwie so war das doch, ne? Ich glaube.
Masken. Jetzt gibt es irgendwelche Masken, die ihre Toten damit sich rumtragen. Also das widerspricht sich teilweise so ein bisschen. Oh, heftig. Das sieht viel ab. Wahrscheinlich bin ich jetzt tot, ne? Ja. Psy-Wave. Okay. Das müsste eigentlich jetzt hinhauen, wenn ich jetzt einmal als erstes angreifen darf. Was bei unserem Dusselgur eigentlich der Fall sein. Was? Alter, jetzt verlieren wir echt scheiße. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier den rausholen. Zack. Das knet. Und. Bitte nicht tot, Alter. Ich, okay, es geht. Ja, okay. Ich weiß, wer hat immer nicht, was die neuen Pokémons für Typen sind. Aber egal, das war super effektiv. Und wir haben gewonnen. Du hast gewonnen. Hier, nimm den Enigma One. Damit kannst du dich Zertrümmerer außerhalb des Kampfes ersetzen. Und hier, wie versprochen, bekommst du die dazu. Super. Dann werden wir das am besten Nasknet beibringen, wenn es funktioniert. Aber jetzt gehst du. Du hast lange Reisen vor dir. Ja, genau, ich bringe jetzt erstmal direkt den bei. Was? Cut. Wir haben nur eine HM. Ich muss noch mal kurz mit dem reden. Also eigentlich bekomme ich ja von ihm jetzt Zertrümmerer, wie ich das verstanden habe, weil wir ja durch diese Minen gehen müssen. Rock Smash ist für mich Zertrümmerer. Ich bring's ihm mal bei. Mal gucken, ob das irgendwie jetzt was ändert. Ja, erstmal gehe ich ins Pokémon Center. Bin gespannt, ob wir das irgendwie jetzt einsetzen können oder was ist da jetzt irgendwie, ob das Spiel jetzt zu Ende ist. Wenn es zu Ende ist, dann muss ich mal gucken, diese andere Version, die mir geschickt hatte. Ich habe im letzten Part erwähnt, dass ich denn da vielleicht gucke, dass ich damit weiterspiele. Auf jeden Fall haben wir zwei Orden gemacht, haben uns, denke ich mal, ganz gut geschlagen. Ein paar Mal sind wir gestorben, ist nicht so geil. Ist aber eigentlich egal. Das ist nämlich ein Spiel an sich ist gut. Ist ein bisschen anstrengend, aber ein bisschen schwierig. Ja, die Städte an sich sind noch etwas, ich sag mal, unbelebt hier, aber das ist ja normal. Die erste Stadt, aber das ist alles zum Fazit. Ich fasse das dann alles zusammen. Dann kann ich Herrn Daro nochmal eine Zusammenfassung geben oder eine erste Meinung zu seinem Spiel. Auf jeden Fall, mir gefällt das Spiel immer noch nach wie vor echt gut. Ja. Bin gespannt, ob es jetzt zu Ende ist oder ob es jetzt weitergeht. Ah. Okay, es funktioniert doch. Dann will ich aber erstmal unten gucken, was da noch ist. Da war ja auch so ein Durchgang oder war das Stärke? Fuck, ich bin mir da total unsicher, aber ich gehe mal hin. Ich meine, egal. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir oben weitergehen können. Und vielleicht gibt es da unten ja was Wichtiges zu holen. Oder was heißt was Wichtiges? Einfach irgendwie generell was zu holen. Oder vielleicht muss man da auch nur einen Felsen schieben, dass ich mich da irgendwie jetzt total vertan habe. Aber ich bin gespannt, ob es da weitergeht. Oder ob wir da vielleicht irgendwo ja, ins Leere laufen, ne? Ich bin gespannt. Und ich bin gespannt, wie viele Orden wir überhaupt noch erreichen können im Spiel. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht, ob es jetzt zwei Orden gibt oder vier oder... Gar keinen. Okay, hier sind Sterne. Hat sich nicht gelohnt herzugehen. Schade. Aber egal. Wissen wir, dass wir da oben lang gehen müssen. Vielleicht bekommen wir irgendwie nochmal Flieger. Haben wir überhaupt eine Karte? Nee, ne? Wir haben im Grunde fast gar nichts.
Man könnte auch sagen, hier oben, man fühlt sich schon irgendwie ein bisschen alleine, weil hier echt niemand ist. Was halt aber irgendwie auch passt, weil ja hier Team Chrono war. Aber man bekommt halt Aufgaben, die man erfüllen muss und somit dann halt auch in die anderen Städte reisen muss. Also man hat halt so eine Aufgabe, irgendwie ja, geh jetzt, ich habe jetzt den Namen der Stadt vergessen, geh da und dahin. Sagt dem Bullen Bescheid. Sagt der Polizei Bescheid. Und davor hieß es ja, dass wir hierher kommen sollen. Ich weiß gar nicht warum. Hier endet die erste Pre-Alpha-Phase zu Pokémon Chrono. Vielen Dank fürs Spielen. Du kannst natürlich noch weitergehen. Das sind die folgenden Gebiete in einer sehr frühen Phase. Wir sind noch fast nicht erstellt. Und du wirst auf vielen Bugs treffen. Vielen Dank fürs Pokémon Chrono. Ich möchte es nochmal ausprobieren, was uns hier erwartet. Und dann mein Fazit ziehen. Ah. Okay, hat hier eine Krankenschwester hingestellt. Du musst auf jeden Fall eine Person hinbauen, die sagt Glück auf. Und hier sind wahrscheinlich keine Pokémons animiert, oder? Aber er kann schon kämpfen. Schon mit meinen tollen Pokémon. Ich würde sagen, wir spielen so weiter, bis es einfach nur am Buggen ist. Weil es mich interessiert. Pichu hat ja 16. War wie gemeint. Erst waren die Pokémon auf Level 19 und jetzt sind die nur auf Level 16. Nee, aber ja, wir spielen es erstmal so weiter, bis es anfängt zu buggen. Und dann geht's los. Hier bekommen wir ja voll wenig XP nur. Das ist schade. Aber damit können wir immer unsere anderen Pokémon noch trainieren. So, wie gesagt, bin gespannt. Was ist das? Da kann man noch gar nicht rein. Die Tür einfach nicht zu öffnen. Huja! Es hat einfach nichts an. Also so ein Bikini. Au, Maschok. Mhm. Auch cool. Ich spiele jetzt auch noch ein bisschen weiter. Solange mache ich den Part noch ein bisschen länger. Das ist ja sozusagen jetzt der letzte Part. Wie gesagt, werde ich dann das Spiel einfach pausieren. Und dann weiterspielen, wenn Herr Chrono, Herr Daro. So, ich komme schon ganz zusammen mit dem Namen und seinem YouTube-Kanal. Und so, wenn er mir sagt, du Bengel, Kai, hast du Bock? Das Spiel geht weiter, dann spielt das Spiel weiter. Ich muss auch sagen, an dieser Stelle, Christoph ist auch dabei, ein Pokémon-Spiel zu entwickeln. Wo er jetzt wirklich jeden Abend dran sitzt. Okay, very effective, bla bla. Also er sitzt da jetzt jeden Abend dran. Und das soll ich auch testen, meinte er. Er gibt mir bald die, in Anführungszeichen, Beta-Version. Oh, hier kommen auch Pokémon. Bin gespannt. Oh, ein. Ja! Wahrscheinlich sind die Pokémon hier Level 20, die man fangen kann. Und die Trainer haben Pokémon auf Level 16. Oh, ein Vulnona. Ein Vulpix, sorry. Das ist so ein Feuer-Pokémon, oder? Wenn ich es jetzt nicht töte, fange ich es mir. Weil Feuer fehlt bei uns in der im Team. So. Weg. Scheiß nämlich mal auf die Entwicklung von dem einen. Der entwickelt sich jetzt so wenig. Bin gespannt. Jawohl. Easy. Ja, jetzt brauchen wir kurz einen Spitznamen für Vulpix. Ich nenne ihn einfach Alpha. Weil das jetzt das erste Pokémon ist, was wir am Ende der Alpha-Version gefangen haben. So. Mein Name Pokémon kämpfen, bla bla. Ich habe nichts gelesen, was sie gesagt hat. Sie hat auch nur ein Pokémon. Carola hat einen Sonnenkern. Glaube ich gar nicht effektiv gegen Pflanze, aber ich setze trotzdem an. Und was ich halt auch cool fände, ist, wenn du später irgendwie ermöglicht, was mich halt immer geärgert hat,
dass man sich nur ein Starter-Pokémon auswählen kann, ist okay. Ich weiß nicht, ob du das noch vorhast oder so. Wir können es ja jetzt halt nur Bisasam, Glumanda, Shiggy auswählen. Dass wir uns denn vielleicht im späteren Verlauf des Spiels noch mehr Start-Pokémon auswählen können. Also dass dann irgendwie sagt, ja, jetzt kannst du noch gegen Arbor, Flemly, nee, doch, Flemly, Gekabur und Hydropi auswählen oder keine Ahnung. Und du machst es mal ganz anders. Du sagst, ja, du kannst jetzt noch Electek oder Magma bekommen oder so, keine Ahnung. Das wäre auch cool, dass man noch, dass irgendwie du die Möglichkeit hast, noch, oder du musst halt irgendwie Pokémon retten. Das sind nur so Ideen, du musst halt irgendwie, die sind halt in Gefahr von Team. Was ist der denn für einer? Ach, das ist ein Raikou. Ja, geil. Das ist chillig. Auf jeden Fall, dass die halt irgendwie in Gefahr sind. Und dann sagt der Typ, dem du geholfen hast, ja, danke dafür, dass du meine Pokémon gerettet hast. Oder, oh, ein Arcani. Ein Fukano. Finde ich auch ganz geil eigentlich, muss ich sagen. Finde ich fast noch besser als Vulpix. Dass er irgendwie sagt, ja, als Dank dafür kannst du von mir ein Pokémon auswählen. Ich hab die. Will die geben oder so, keine Ahnung. Das wäre nice. So, hier, jetzt steht mal eben. Danke. Brauchte ich nämlich nicht mehr. So, next Pokémon, ich will nehmen. Lavita? Nee, ist gar nicht Lavita. Hab ich die ganze Zeit gesagt, ne? Ist es ja gar nicht, bin ich blöd. Keine Ahnung, wie das Pokémon heißt. Ja, auf jeden Fall, das wäre cool, wenn man dann halt irgendwie noch andere Pokémon bekommt. Oder bekommen kann, dass man irgendwie nochmal auswählen kann. Dass man nicht nur einen Starter-Pokémon hat. So, hier. Mein Vater hat mir ein Pokémon geschenkt. Halt, man könnte es auch in der Pokémon-Pension machen oder so, dass der dann sagt, Mensch, bla bla, wir wurden hier von Team Chrono, ja, belästigt. Als Dank dafür kannst du dir ein Pokémon unserer Zug ausnehmen oder unser eigenes Zug. Und dann kann man halt daran auswählen. Aber es könnte auch natürlich auf Level 5 erst sein. Dass man das halt, wenn auch erst trainieren muss. Ui, ich bin noch gespannt. Wird ein ganz langer Part auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt den Part beende, dann irgendwie ein Spiel lang ist, dann ist das ein bisschen blöd. Mann. Okay, ich sterbe gleich noch. Aber ich habe ja auch noch einen Vulpix. Ah, das ist ja fast tot, mein Vulpix. Gut, mein Düsselgur ist auch tot. Alles klar. Ich habe ja noch. Milza, so heißt es. Ich habe vorher verkackt. Gut, dass der eine heftige Verteidigung hat. So, mal gucken. Mann, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und nicht kämpfen. So, also wissen, wann es zu Ende ist und dann kurz ein Fazit ziehen. Rockblast. Das Geile ist halt jetzt auch, dass wir, oder dass ich das jetzt einbaust oder nicht, aber das Geile ist halt, dass ich wirklich sagen kann, das hast du bei mir auch in die Kommentare geschrieben, wo ich meinte, es wäre cool, wenn man da so heftige Pokémon rumlaufen hat, dass man dann meint auch so, ja, das werde ich einbauen und so, und da wo ich noch gesagt hatte, dass ich halt cool fände, wenn man nach der Pokémon-Liga noch weiterspielt. Oh, ein Sandama, Alter. Dass man nach der Pokémon-Liga noch weiterspielt, dann meinst du ja auch, ja, das mache ich auf jeden Fall und so. Das sind auf jeden Fall so Sachen, das finde ich gut, dass ich dann halt das Spiel so mehr oder weniger mitbestimmen kann. Das kriegen wir eh nicht besiegt. Ach komm her, Sternschauer. Mann, ich will abhauen. Ja, wahrscheinlich. Ach, Mann. Ich bin nur abgelenkt. Mann, so was ich sagen wollte ist, dass ich, ich gehe jetzt nicht mehr auf das Spiel an, ich gehe jetzt eher auf. Moment mal, ich
Kritik ist ja auch ein positives. Oh, fuck, ich. Mann, ich kann nicht mich auf das Spiel konzentrieren, das nebenbei sagen. So, was ich meinte. Dass ich halt sagen kann, ja, hier, Mensch, das und das. Und dass du dann sagst, ja, Mensch, gute Idee, baue ich mit ein. Also, ja, musst du nicht machen, aber dass ich halt so ein bisschen mitbestimmen kann. Weil ich denke, das Spiel könnte auf jeden Fall gut werden, hat auf jeden Fall Zukunft. Locker, ich bin gleich tot, ey, ich raste aus. Und, ja, also, ich konzentriere mich wieder auf das Spiel. Du kannst ja ans Ende skippen, wenn du darauf keinen Bock hast. Ja, jetzt bin ich tot, Alter. Geht doch nicht. Dann muss ich mal kurz zurückgehen, mich bei dieser Pokémon-Krankenschwester, die du hier ins hohe Gras gebaut hast, einmal kurz. Nee, Alter, bitte nicht. Und auch noch ein. Oh nein, ich hätte doch einfach außen rumlaufen können. Ja, komm, ich bin tot. Wahrscheinlich trifft es jetzt. Ja, okay. Na, der Weg ist ja nicht so lang. Ja, ja, tot. Vielleicht kommen wir bei der Krankenschwester raus. Okay, nein, kommen wir nicht. Krankenschwester, sage ich schon. Schwester Joel meine ich natürlich. Jo, Pokémon F-Bean. Was auch immer. Nein. 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 Okay, bis bald. So. Tschüss. Nein, tschüss, 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 tschüss. Oh, wie blöd, verspreche ich die mal an, die Alte. So, jetzt. Okay, wir sind hier. Boah. Kurzer Cut. So, das schneide ich raus alles, bis ich dahin laufe. Weiter. So, Leute, ich werde jetzt nochmal kurz. Oh nein, hier ist schon wieder ein Kampf. Oh, der? Ist auch von einer neuen Version. So, 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 hier war Raikou. So, lass uns kämpfen. Gut, dass sie genau das gleiche zufällig auch gesagt hat. So, und ich werde jetzt mich versuchen, einmal Stellung zu nehmen zu dem Spiel. So, das Spiel an sich finde ich echt gut. Die Anfangsstadt, dieses kleine Dorf, da mit der Pokémon-Pension, gefällt mir sehr gut.
auch mit Professor Elb. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß. Hat mir sehr gut gefallen, auch die erste Quest, so von wegen, ja, du musst in die andere Stadt reisen und das Paket holen. Dann kurz gegen den einen von Team Chrono kämpfen und gegen ihn gewinnen und so. Das finde ich, Alter, als ob ich jetzt noch wieder sterbe. Also wer muss gegen den von Team Chrono kurz kämpfen, gegen ihn gewinnen. Ah nee. Was soll... Alter, Mann. Ich will nicht schon wieder... Oh, Mann. So, hier. So, finde ich gut. Auf jeden Fall. Macht auch... Also, ist, finde ich, eine gute... Gut. Ja, zieht das nicht ab. Finde ich, ist so an sich gut. Ist auch ein guter Dialog. Auf jeden Fall. Mann, fuck, was soll das? Ja, komm, das ist ein Wasser-Pokémon, der scheiß Bifass, Alter. Und ich hab... Och, das geht doch schon noch ein bisschen, Alter. Wieso macht mich so ein scheiß Bifass mit Walzding fertig, Alter? Ich komm an dem nicht vorbei. Komm an dem nicht vorbei, ganz ehrlich. So, ist okay, alles klar. Super. Ich versuch's noch einmal und werde dann kurz nochmal auf dem Weg dahin. Ich habe das eben gerade rausgeschnitten, werde es jetzt nicht rausschnitten. Rausschneiden meine ich. Also, so. Die Dialoge finde ich gut in der ersten Stadt auf jeden Fall. Auch, dass man dann mit dem Boot darüber fährt. Ist ja ähnlich wie bei Pokémon Feuerrot. Dass man dafür Professor Euch das Päckchen holen muss. Finde ich auf jeden Fall gut gemacht. Auch denn die Quest hier von wegen, dass man hierher gehen muss. Was ich ein bisschen blöd finde, was man auch vielleicht positiv ändern könnte, dass man, dass die höheres Level erreichen, ist halt, du gehst in die Höhle rein, in diese erste, um in diese Stadt zu kommen, wo wir eben gerade waren. Und da ist ein Weg, da kann man sich im Grunde nicht verlaufen. Das wäre cool, wenn du da vielleicht noch so, irgendwie Treppen einbaust oder so, oder Eingänge, die einen auf die falsche Fährte führen könnten. So von wegen, man geht da hin, dann findet man irgendwelche Wanderer, die dann auch noch gegen dich kämpfen und halt auch Pokémon haben. Um dich halt dann noch zu leveln. Weißt du, ich musste halt jetzt, vielleicht liegt es daran, dass ich einen Shiggy gewählt habe und nicht einen Bisasam, weil man mit Bisasam ja... Wobei, nee, ist der Stein. Egal. Also ich denke mal, ich bin nicht der schlechteste Pokémon-Spieler und es war schon kritisch, dass man halt wirklich trainieren musste und in der Höhle halt, ich bin halt immer so hin und her gelaufen, um halt die Pokémon zu sammeln und die zu besiegen. Aber jetzt ist es auch noch am Regnen und am Blitzen. Boah, ich sehe überhaupt nichts mehr gerade. Wenn es so hell wird. Das fände ich halt cool, dass man... Boah, heftig. Bei mir draußen ist gutes Wetter. Ja, dass man halt da noch so Level bekommen kann. Und, ja. Weißt du, wie ich meine? Dass man dann... Ja, man kann doch natürlich direkt den richtigen Weg gehen, aber... Das ist ja wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass man halt eher dann irgendwie erst einen falschen Weg geht. Da könntest du da vielleicht auch irgendwie was drin verstecken. Keine Ahnung, irgendwie, dass du an so einen See kommst, wo denn ein... Beispielsweise, ja, ich kenne jetzt nur die meisten Pokémon von den ersten Generationen, aber zum Beispiel ein rotes Gyarados versteckt ist auf Level 40 oder so. Also, dass es halt da so Wasser ist, nämlich dieses Gyarados. Das ist halt dann ziemlich stark angelehnt an Pokémon Hard Gold und Soul Silver oder generell Gold und Silber. Aber, dass man halt irgendwie das so sieht. Weißt du, dass man halt diese. Und dass dann irgendwie zwei Trainer stehen, die dann sagen: Ja, Mensch, guck mal hier, da ist das Rot, das ist das seltene Gyarados oder so, ich hab davon schon gehört. Blabla, bla, und dann, ey, das gehört uns, das Gyarados,
wir wollen das fangen. Lass uns kämpfen oder so. Und die kämpfen dann halt gegen dich. Dass man halt dann zum Beispiel einfach eine Storyline hat, warum die denn da stehen und nicht einfach da irgendwie random stehen. So, weißt du, das wäre halt cool. Das muss nicht nur das Karados sein, kann auch, keine Ahnung, ein Lavasee sein, wo dann wie heißt das? Kamuru? Oder Eis geht auch. Eis, dass man da so rüberrutscht, dann steht da ein Keifel, das wäre auch cool. Das würde auch an das Pokémon-Spiel anlehnen dann. Halt irgendwie sowas, weißt du? Dass man dann die Höhle ein bisschen mehr ausbaut. Okay, hoffentlich geht das daneben. Ja. Das fände ich ziemlich cool, dass nicht die Höhle nur ein Gang ist. So. Das ist halt... Klar, ich weiß, das ist heftig zu programmieren und Christoph hängt ja auch immer da dran und so. Wenn wir abends sagen, du lässt nur löschen, dann, ah nee, ich würde das echt nur fertig programmieren und so. Jawohl, wir sind durch. Ist halt so, ich weiß gar nicht, am Anfang, da war auch irgendwie was, wo man durchlaufen musste. An sich cool, nur es ist halt immer so ein Weg nur. Also es fände ich cooler, wenn du da vielleicht noch eine kleine Sackkasse reinbaust oder irgendwie was. Wie bei Pokémon Diamant und Perl, glaube ich, da geht man ja auch in den einen Wald am Anfang. Oh, hier ist ein Relaxo. Bei Diamant und Perl geht man ja auch da rein und dann... Diese Fahrrätsel nehme ich an. Dann bekommt man ja da dieses Vesprit oder was das ist. Route 4 ist hier, okay. Also das ist aber jetzt nur am Anfang mir aufgefallen. Es kann ja sein, dass du es jetzt im späteren Spiel noch umgeändert hast. Wie gesagt, ich würde mir nur wünschen, was ich halt cool fände, wenn die Höhle ein bisschen größer ist. Dann könnte man nämlich da auch... Das finde ich übrigens ganz cool mit den Gärten hier. Dann könnte man da sich auch noch ein bisschen leveln. So, mal gucken, was die zu sagen. Was ist das für ein Pokémon? Einfach hier hingelegt. Das ist übrigens nur so, falls du es... Okay. Gut, alles klar. Was ist in den Häusern drin? Ja, ich nehme an, das ist die Safari-Zone. Machen wir jetzt nicht die Mühe, mit jedem da zu sprechen. Ja. Ich gucke nochmal ein bisschen weiter. Was es jetzt hier noch zu holen gibt. Das ist so, also weißt du, die Dialoge finde ich echt gut und dass die auch alle eine Story zu erzählen haben. Oh, das Pokémon will ich haben, das entwickelt sich Tanzer. Das entwickelt sich auch zu Despertor, oder nicht? Nee, stimmt gar nicht, zu Frostaker, glaube ich. Aber die Pokémon alle cool. Nein. So, wie gesagt, die Story an sich finde ich echt gut. Dass man auch nicht einfach so random sagt, ja komm, geh da mal hin, mach da was. Und dass man wirklich eine Aufgabe bekommt, die man da erledigen muss. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Dialoge fand ich auch gut. Ich habe jetzt nicht so im Kopf, wie die von normalen Pokémon sind, weil ich da ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet habe. Ich will kurz meinen Sherlock einmal wieder heilen, nicht dass ich gleich, Alter, das macht ziemlich am Anfang bin. Ja, ist auch eine angenehme Härte. Gleich hat er jetzt ein bisschen hier rumgeheult, von wegen, dass es zu heftig ist teilweise. Aber wie gesagt, wenn du das so löst, dass man dann in der Höhle noch irgendwie da einen bestimmten Weg gehen muss, vielleicht kannst du das ja irgendwie machen, dass man da einen Schlüssel finden muss, dass man sowieso gezwungen wird, in der Höhle noch ein bisschen länger zu bleiben. Was ich halt meinte mit diesem See, dass du nicht sagst, du gehst jetzt zu einem See, sondern du musst irgendwie einen Schlüssel holen oder irgendwie was machen oder ein Kind befreien, keine Ahnung. Wo geht's denn hier hin? Dass man halt dann sozusagen gezwungen ist, den Weg länger zu gehen. Dann kannst du ja ungefähr abtesten, welches Level man erreicht hat, dann machst du die Pokémon alle noch ein bisschen stärker von den Trainern in der Höhle. Dass man denn da auch noch ein bisschen was erreicht. Und dann sollte das eigentlich alles hinhauen. Dass man da auch ordentlich durchkommt und so.
Gegnern immer so auf einem ungefähr ähnlichem Level ist wie die Gegner. Und ja, dann ist zwar jetzt noch nicht fertig ausgereift, hast du selber gesagt. Aber diese Pokémon sind Level 16. Und die am Anfang, dieses Sandama und Vulpix und so, die waren ja schon fast Level 20. Das macht da vielleicht einfach die Trainer ein bisschen stärker. Weil du hast ja auch diese Troller dahingestellt, dass man erstmal nicht zurücklaufen muss, das verstehe ich. Aber das macht da doch auch wieder so ein kleines, also diese Pokémon-Frau da. Warte mal, erstmal gucken, was er will. Hallo, ich bin halt der Safari-Zone. Nimm das, dann kannst du sie auch besser beobachten. Hier, Zoom-Lens ist wahrscheinlich ein Fernglas oder so. Ja, wie gesagt, oh, Nidorina. Entwickelt sich zu Nidorina. Ach komm, ich kämpfe jetzt nicht immer gegen die. Ja, das dazu. Noch was ist, ich finde, die Städte an sich sind aktuell noch ziemlich klein. Wir hatten jetzt einmal die Anfangsstadt, die muss ja klein sein. Oder was heißt muss, die ist halt eigentlich immer klein. Dann hatten wir diesen kleinen Hafen mit den Händlern. Auch cool auf jeden Fall, dass die da auch so rumlaufen und so. Und später kann man bei mir was kaufen und so, auch gut. Dann fährt man ja mit dem Schiff zu diesem anderen Hafen da, wo irgendwie nur Pakete waren. Oder so eine Art Verlagestelle. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die erste Arena war. Sorry, dass ich mich daran nicht erinnere. Ich mich daran erinnere, das war bestimmt ein bisschen mehr. Die Stadt war so etwas größer. Und dann geht man ja weiter, dann hat man wieder diese ganz kleine Stadt. Da ist es ja so, ja, wir sind hier in den Ruinen und dies, das. Das ist dann so ein bisschen kleiner. Vielleicht, da ist ja irgendwie auch ein Schild hingestellt von wegen, ja, hier ist die letzte Blume oder so. Auch cool auf jeden Fall. Nur, ich finde diesen Weg ein bisschen, in Anführungszeichen, trostlos. Ich weiß, dass da noch eine Brücke ist und die Arena steht da noch und so. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall cool halt. Aber vielleicht kannst du da irgendwie gucken. Ich weiß nicht, inwieweit das von dem Pokémon-Emulator, nicht Emulator, von diesem Pokémon-Ding möglich ist. Aber dass du da irgendwie noch ein paar Details vielleicht einbaust oder ein bisschen was änderst. Ja, aber ansonsten gut. Und dann komme ich hier raus. Ich gehe gerade zum Kopf ein bisschen die Route ab. Dann komme ich da ja raus. Und bin ja bei dieser. Hier, das ist zum Beispiel auch wieder sowas. Weil ich. Hey du. Du kommst doch bestimmt gerade aus immer, oder? Ja, wunderbar. Ich habe gehört, dass Relaxo sich mal wieder ein sehr, sagen wir, ungünstige Schädel stabilisiert hat. Du könntest uns allen einen Gefallen tun, indem du ihn wächst. Du bist eine Pokéflöte, dann fließt du zum Beispiel, mit dem er das Pokémon wenden kann. Ich bin alt und weg nach ihm, alles beschwerlich. Wenn du Roland, den Avatar von Kapp, im freien Kampf besiegst, schnappst du den Orden von Roland und bekommst dein Pokémon Viertel. Ich werde hier auf dich warten. Freunde, ganz ehrlich, wir machen jetzt mal hier einen Cut. Der Part ist schon wieder übel lang. Nee, ich mache keinen Cut. Ihr seht es wahrscheinlich, ich habe das jetzt gecuttet. So, was ich sagen wollte. Der alte Mann meinte gerade zu mir, der Weg ist sehr beschwerlich. Und, naja, der war jetzt ehrlich gesagt eher kurz. Es gibt halt keine Passage aktuell, die wirklich lang ist. Dann würde ich vielleicht, ehrlich gesagt, ein bisschen längere Passagen reinmachen. Weil du hast jetzt schon gemacht, dass du diese Krankenschwester oder diese kleinen Häuschen irgendwo hingesetzt hast. Ist doch absolut nichts gegen einzuwenden. Aber wenn du die Krankenschwester setzt, der macht die Passage vielleicht ein bisschen länger zwischen den Städten. Weil so kann ich wirklich. Ich erinnere mich an Pokémon-Spiele, wo man wirklich, keine Ahnung, alleine der Vertania-Wald ganz am Anfang mit Pokémon Feuer Rot, da ist man ja wirklich also ich zum Beispiel am Anfang, da musste man sich wirklich durchkämpfen erst, denn war auch ein kleiner Irrgarten drin, man wusste nicht genau, wo man lang gehen muss.
ist auch wieder ein Leuchtturm. Ja, und jetzt ist auch wieder so, jetzt bin ich hier oben auf diesem Berg. Keine Ahnung, ich denke, das ist einfach eine Stadt auf dem Berg. An sich halt wieder eine gute Idee, auf jeden Fall auch wieder. Nur die Frage ist, kann man zu diesem Strand noch hingehen? Oder was hat es mit diesem Leuchtturm auf sich? Kann ich den Leuchtturm noch betreten? Irgendwie... Ich will dich echt nicht kritisieren, weil ich finde es auch echt schön und mir fehlt irgendwie das gewisse Etwas. Keine Ahnung. Irgendwie so dieses, was die typische Stadt ausmacht. Weißt du, du hast jetzt halt eine Stadt, die halt auf einem anderen, auf einem schönen Untergrund sitzt und so, aber das gewisse Etwas fehlt. Irgendwie muss diese Stadt noch was Besonderes haben. Zum Beispiel, ist jetzt blöd, das mit den echten Städten zu vergleichen, mal das Berlin, das Brandenburger Tor als Beispiel, oder ach, da gibt's ja genug, den Fernsehturm, die Siegessäule, sowas halt. Ist halt die Frage, was hat diese Stadt? Ein Labor. Gut. Hallo, ich bin Wissenschaftler, Fossilien wiederbeleben kann. Hier kann ich also Fossilien wiederbeleben, alles klar. Und die erforschen Wasser-Pokémon an der Küste. Okay, die sind Wissenschaftler. Das heißt aber, die sind Wissenschaftler. Das heißt, du kannst hier ja im Grunde so alte Pokémon wiederbeleben. Wenn du schon damit, also ich will dich jetzt nicht vorwerfen, aber wenn du damit spielst, schon Pokémon halt hier reinzusetzen, zum Beispiel in der ersten Stadt, du bist ja noch gar nicht fertig. Klar, ich will dir nur, so wie das ist keine Kritik, ich möchte dir so ein bisschen anreizen. Also du hast einen Pokémon-Wissenschaftler, die Pokémon-Fossile wiederbeleben und die sich mit Wasser-Pokémon beschäftigen. Dann mach doch einfach hier ins Wasser vielleicht so ein paar ältere Wasser-Pokémon, sag ich mal. Also jetzt keine Shiggies oder Quaputzis oder so. Und dann so ältere, also da gibt es ja bestimmt Melotic oder die Vorderentwicklung hier, Barschwan. Ich bin mir nicht sicher. Und hier am Strand lässt du dann irgendwie ein Amoroso laufen oder so. Keine Ahnung. Und vielleicht gibt es ja irgendwie noch Sprites oder du kannst das vielleicht einbauen. Dass man hier runtergehen kann, irgendwie an den Strand. Dann laufen da die ganzen Fossilien-Pokémon rum oder leben da oder hier im Zaun, dass sie sozusagen eingesperrt sind. Und dann ist da, keine Ahnung, so eine Art Bagger oder ein Laster, der die Fossilien drauf hat oder so. Irgendwie sowas. Wie gesagt, das gewisse Etwas. So, und jetzt bin ich mal hier auf die Arena gespannt. Ich kürze es mal ganz ein bisschen ab. Ey, da ist ja Rocco. Ja. Sorry, dass ich das jetzt abgekürzt habe. Aber egal. Ich will mal gucken, ob ich besiegen kann. Wie gesagt, nimm es bitte nicht als Kritik des Spiels. Ich finde es super. Aber das sind so ein paar Sachen, wo ich halt echt sage, da kannst du ein bisschen mehr rausholen, dass es halt einfach freundlicher wirkt. So an sich die Stadt halt. Weil noch nichts Besonderes hatte die. Weil du hast ja selber gesagt, es ist noch, hier ist noch nichts ausgereift und so, und ich weiß auch, wie viel Arbeit dahinter steckt, deswegen nimm es nicht als Kritik, bitte. Weil das Spiel mir echt Spaß gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich dran gespielt habe. Sag mal, 4-5 Stunden oder was. Und ich denke auch, das Spiel hat Potenzial. Nur aktuell ist es halt so. Nein. Ich habe zwar schon gesagt, das ist halt schwierig. Die Gegner sind sehr strong. Zum Beispiel auch dieses Pokémon hat mich einfach platt gemacht. Aber man rusht einfach wirklich schnell durch. Also ich habe es jetzt gemerkt. Ich habe, abgesehen davon, dass ich relativ oft gestorben bin und so, konnte ich die Orden wirklich schnell machen. Hatte ich ja schon gar nicht, kurz durchgerusht. Zack, war ich in der nächsten Stadt, hab da das kurz geklärt. Und das wäre cool, wenn du vielleicht irgendwie noch einbaust, dass man in diesen Städten noch irgendwie was machen muss. Eine Art Quest oder so, die man erledigen muss. Oder ja, diese Wege einfach länger machen, die Passagen. Also zum Beispiel die jetzt in diese Stadt. Diese eben gerade, wo, ja, was ich gesagt habe mit dem alten Mann. Da kannst du auf jeden Fall noch was rausholen. Wahrscheinlich musst du dann das ganze Ding erst neu bauen, sag ich mal. Achso, warte, nee. Aber du kannst das ja auch so machen, dass du einfach diese Frau mit dem
Bidifass, dass du die einfach nimmst und dann die Bäume vor ihr zuziehst und dann so ein, dass man so in den Wald reingeht und dann, dass man halt wirklich dann da diesen Hut hat, wo noch alles ein bisschen belichtet ist halt. Und dann bist du in diesem Wald drin. Da ist es halt wirklich finster. Oh, kritisch. Also, dass man halt dann wirklich eine richtige Passage nochmal hat mit Wald. Und da machst du noch eine Mission rein von wegen, ja, keine Ahnung, Hilfe, ich hab mich verlaufen. Weil, oder du machst da so einen besonderen Stein hin, wo man vielleicht, wahrscheinlich hast du es irgendwie noch eingebaut, aber wo man halt irgendwie schon einen Hinweis auf die Fossilien bekommt, so von wegen, ah, guck mal hier, ich hab ein Fossil, oder ich bin auf der Suche nach einem Fossil, ich hab gehört, das soll hier in der Nähe sein. Irgendwie sowas halt, keine Ahnung. So, was für ein Kampf, nehmen wir den Kronos Orden, bewegt sich der Pokémon ja. Und Rock Polish. Okay. Steinpolitur. Ich weiß halt nicht, was noch kommt. Das sind so die Sachen, was mir halt immer so direkt einfällt. Das sage ich Ihnen auch am besten direkt schon. Und nehme es auch nicht als Kritik. Es ist nämlich ein schönes Spiel. Nur eben, das Einzige, was mir jetzt so auffällt. Und ich weiß, dass es arbeitet, ich wiederhole mich die ganze Zeit. Da kann ein bisschen mehr noch. So ein paar Nebenquests. Oder was heißt Nebenquests? Quests, die wie Nebenquests aussehen, aber zur Hauptquest gehören. Wie zum Beispiel, Mensch, ich bin hier im Wald. Bitte rette mich. Und dann machst du das so. Was soll ich eigentlich machen hier? Achso, das ist der Orden von Roland versprochen. Kannst du sie. So, das haben wir die Pokéflöte erhalten. So, jetzt, klar, ist richtig, dass ich jetzt theoretisch, was ich gesagt hatte, hier wieder in den Wald reingehe. Und, lol, und den ganzen Weg wieder zurücklaufen müsste. Aber da kann man bestimmt auch irgendwie eine Möglichkeit erfinden. Irgendwie, dass er sagt, hier. Oder dass man halt so einen an Anfang portet, wenn er durchgeht, keine Ahnung. Oder eben, man geht einfach den Weg durch den Wald, ist ja egal. Also meine Pokémon eigentlich geheilt. Ja, okay, alles klar. Ich bin gerade nicht bei der Sache. Das fände ich halt cool, wie gesagt. Ja, möchte ich auf der Pokéwaffe spielen? Hier wäre es natürlich auch cool, gegen das Galactus zu kämpfen. Und hier ist eine längere Passage, wie es aussieht. Oh, ein Ladybug. Ich hoffe, man kann hier durchrushen. Oder irgendwie vielleicht in Bäume reingehen? Nee, kann man nicht. In einen Trubbish. Hier ist also die längere Passage, von der ich gesprochen hatte. Vielleicht. Eine große Perle. Bin ich mal gespannt, was das jetzt bringt. Aber wie gesagt, kannst halt auch. Jetzt sind die Pokémon wieder Level 16 und die von eben waren ja schon wieder stärker. Also das Balancing ist noch nicht ganz so, wie es sein sollte, sagen wir mal so. Und ein Minum. Nee, ein Bluffel. Ah, Mist, das blaue war Minum. Bin mal gespannt, auf welchem Level die Trainer hier sind. Weil die ja jetzt eigentlich mindestens so stark sein müssten wie der Arenaleiter. Ja, wie gesagt, mal gucken. Ah, das ist Level 22, okay. Ja, wenn wir nochmal das Thema aufgreifen, zusammengefasst, ist es so, das Spiel gefällt mir sehr gut, die Story gefällt mir sehr gut. Und man ist zu schnell in den anderen Städten. Weil Pokémon lebt ja davon, dass man wirklich rumreist, kämpft. Verschiedene Pokémon sieht, verschiedene Pokémon hat man hier auf jeden Fall gegeben. Dann irgendwie dadurch trainiert, auch mal verzweifelt, stirbt, sowas halt. Und hier wird man rusht sehr schnell durch, auch wenn die Kämpfe dann teilweise sehr stark sind. Und nein, ich will das nicht lernen. Ja, so.
hier auch nicht lernen. Das kann ich zusammenfassend nur sagen. Man nimmt es bitte nicht als Kritik. Und ja, ansonsten, wie gesagt, bau die Städte vielleicht so, dass sie irgendwas Besonderes haben. Irgendwie diese alte Stadt da mit den Ruinen hast du ja gebaut. Gibt dir irgendwie was Besonderes. Sag, du hast ja vorhin Raikun schon da hingestellt und die Pokémon-Leute leben da ja von Dialga und Palkia. Dass du vielleicht einfach da irgendwie eine alte Frau hinbaust, die dir irgendwie da andeutet, ja, hier irgendwie solche Sachen sagt, wie man hat das Gefühl, Raum und Zeit, man vergisst Raum und Zeit oder irgendwie sowas halt. Okay, hier gibt es seltene Pokémon. Das Klima. Ah, die will mir ein Pokémon schenken. Ist leider kein PC, wo ich meine Sachen ablegen könnte, oder? Doch, hier ist einer. Nein, ist er nicht. Dann bringe ich mal kurz meine Pokémon wieder zurück. Und hol mir das, was es da gibt. Finde ich übrigens cool. Ich weiß nicht, was es mir gibt, ob mir jetzt ein Ei gibt. Oder ein richtiges Pokémon. Und wenn ja, bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich könnte eigentlich so einfach eins freilassen. Weil ich das ja nur teste. Aber ich will es schon aktiv spielen. Und sorry, wenn ich jetzt in der Phase des Spiels eher am Durchrushen bin. Weil ich möchte halt wissen, wann es zu Ende ist. Und dir dann halt noch gegebenenfalls Tipps geben. Falls dir nichts einfällt, weil ich glaube schon, dass das ein bisschen schwierig ist. Dass man dann irgendwie so, was mache ich jetzt noch? Oder was kann man noch hier hinbauen und sowas halt. Der ist Level 19, der ist Level 18, 17. Ich baue mir das nicht weg. Ist jetzt nur, um das neue Pokémon zu holen. Ich glaube, Vulpix ist besser im Wald. Ja. Werd dir ein paar Tipps geben und ich weiß nicht, was die anderen Let's Player davon gemacht haben, ob die so schon so weit gespielt haben wie ich. Ob die dir da auch so Kritik geben und so, oder ob es einfach nur das Spiel wirklich ernst spielt. Aber ja. Also, es ist auf jeden Fall gut. So. Ja. Okay, Schoki. Was kann das? Weiß ich nicht. Da muss auch gerade zum meinen Shiggy noch heilen können. Steht auch mal nicht. Das ist halt übrigens Level 20, das heißt, das ist stärker als meine normalen Pokémon. Aber egal. So, back. Zoom-Zeug, Zoom-Lens, Wild-Lens, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Gib ich mal. So. Und weiter im Text. Hier ist noch ein Trainer. Falls du es noch mal ändern kannst oder so. Denn. Ach Mist, das war blöd. Denn bau dieses Pokémon-Labor noch ein deutliches Stück höher. Okay, du. Weil so ist es halt so, du gehst da, du musst dran vorbeigehen. Aber wenn du es halt noch, weil ich weiß nicht, ob das einfach noch Story-Relevanz ist, aber so ist es so, du musst dran vorbeigehen. Und das ist so ein Haus, da gehst du auf jeden Fall halt safe rein. Erstmal Heil einsetzen oder was. Und, was ist denn das? Ich erkenne dieses Pokémon nicht, deswegen weiß ich nicht, was das bringt. Aber wahrscheinlich können wir uns dadurch ein bisschen
anpassen. Ein gegnerischer Pokémon, eigentlich ganz cool. Ja, wer macht das Häuschen noch ein bisschen höher? Und vorher noch ein paar Wissenschaftler, die vielleicht irgendwas erforschen oder einfach für dich gegen dich kämpfen. Die auch dieses Pokémon haben. Wo man sich dann so denkt, ah, das ist schon cool, hätte ich auch gerne. Und dann bekommt man das sogar. Schucki ist auch ein cooler Name dafür. Das wäre so mein Vorschlag, wenn muss es nicht machen. Und ja, dann eben im Hintergrund. Oder eben vielleicht irgendwie auch was, einfach das nicht einfach mitten im Wald so ein Riesenhaus ist. Sondern dass daneben halt irgendwie so eine kleine Fläche ist, wo dann diese irgendwelche Pokémon rumlaufen, die das Wetter beeinflussen. Halt irgendwelche, weiß ich nicht, Frosch. Gibt es ein Frosch-Pokémon? Froxy zum Beispiel. Kannst du ja nehmen. Oder weiß ich nicht, irgendwie sowas halt in der Art. Und ja. Mal gucken, wie weit jetzt noch der Weg ist zur nächsten Stadt. So, der Part ist super lang jetzt. Ich lade ihn einfach so hoch. Finde ich, hat er auch verdient, als ein letzter Part da zu sein. Ist ja auch egal, wie lang der ist, ob der jetzt 2 Stunden ist oder nicht. Andere Leute streamen 2 Stunden, ich let's play das 2 Stunden. Und das ist ja vollkommen klar. Mittlerweile ist es ja bloß 1 Stunde, es sind ja keine 2 Stunden. Und hier ist noch ein Wissenschaftler. Oh Mann. Mach ich einfach fertig. So. Wissenschaftler. Manchmal läuft mir ein Schlupfkuck über den Weg. Er hat zum Beispiel auch wieder eins. Das finde ich cool, dass die alle eins haben. Alter, warum kann der das? Warum kann der sich meinen Schlupfkastroform? Oh, ich bin da schon wieder tot. Also, ich meine, ich habe den Partner. Ich will keine Lust mehr. Wenn ich jetzt sterben sollte, wenn ich den Part mache, dann später weiter. Wieso kann das Aquaknarre? Wieso kannst du heftiger Attacken eigentlich? Was ist da los? Ja, ich hab das sowieso verloren. Ist egal, dann mach ich wirklich hier einen Cut. Dann ist das der vorläufig letzte Part. Ich werde natürlich noch weiterspielen und gucken, was so noch Sache ist und wie lange das Spiel noch generell geht. Aber ich habe dir jetzt meine mehr oder weniger oft wiederholte Kritik erzählt. Und ja, dann würde ich sagen, save mir das Ganze mal. Gucken, wir haben 3 Stunden gespielt. Ja, siehst du, wir haben 3 Stunden gespielt und wir sind schon beim. Ja, das ist mein. Eine Message an dich. Mach ein bisschen länger die Wege. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Weg jetzt ist, aber können noch ein bisschen länger sein auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein.